Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Lange, lange war es still hier auf dem Kanal, aber mich hat natürlich irgendwann die Lust mal wieder gepackt, was zu tun. Und was könnte da besser sein als Minecraft? Ja, das letzte Mal, dass ich Minecraft aufgenommen habe, Gott, da waren wir, glaube ich, bei Version 1.7 oder so. Jetzt sind wir mittlerweile ja bei 1.14. Es ist viel Zeit vergangen. Und ja, natürlich darf ein kleines Projekt hier nicht fehlen. Und da dachte ich mir, ja, ich starte ein kleines neues Minecraft-Projekt mit ganz vielen anderen Spielern, die aber noch im Laufe der Zeit dazukommen werden. Das Ganze nennt sich Minecraft Nature. Und ihr seht schon, es sieht so schön aus. Ich habe auch einen neuen Skin. Veränderungen sind ja gut. Ja, es sind ein paar Mods installiert. Wir werden einfach auf dem Server hier ja, ganz gemütlich miteinander spielen. Bisschen Roleplay, bisschen ja, die Mods erkunden. Ich kann euch gerne mal zeigen, was für Mods ich hier drin habe. Also unter anderem Bibliocraft, also ganz viel Möbel und sowas, ganz, ganz viele Tiere. Dann gibt es ja allgemein ganz, ganz viel Neues in Minecraft. Also wir spielen jetzt die Version 1.12, einfach wegen den Mods, weil es einfach da kompatibler ist. Und ja, ihr seht schon ganz viele Tiere. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Ganze hier wird. Das ist vom MoGracious Mod. Den habe ich auch mit installiert. Und bitte wundert euch nicht, wenn ich am Anfang noch richtig noobhaft bin. Wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, dass ich mal Minecraft wieder gespielt habe. Ich war total ja, verwirrt über alles, was jetzt neu dazugekommen ist. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr habt da Spaß dabei. Ja, ich hatte mir überlegt, die anderen Leute, die mitmachen, ist zum Beispiel meine Schwester. Die kann jetzt aber heute nicht. Und Mono, den kennt ihr bestimmt auch noch. Der möchte gerne auch mitmachen. Und die Leute haben natürlich keine Aufnahmepflicht. Ich werde natürlich aufnehmen. Die dürfen es gerne halten, wie sie wollen. Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich auch ein bisschen streamen oder so. Natürlich wollen wir hier eine kleine Stadt aufbauen. Und ich hoffe natürlich, die Leute haben genauso Bock wie ich darauf. Aber hat sich zumindest so angehört. Regeln gibt es keine großen. Also es wäre schön, wenn ein bisschen Roleplay gemacht wird. Ja, halt kein Creepen, PvP jetzt auch nicht unbedingt. Soll halt ein schönes Miteinander sein. Natürlich dürfen gerne auch Leute, die das Video jetzt gucken. Ja, wenn ihr Bock habt, spielt einfach mit, oder? Meldet euch einfach bei mir, sagt mir Bescheid. Warum mache ich denn so viele Workbenches? Bin ich bescheuert? Ja, ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben. Über YouTube halt oder in die Kommentare könnt mir gerne Bescheid sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, mitzumachen. Und ich denke, wir werden da auf jeden Fall eine Lösung finden, dass da einige Leute reinkommen. Es ist auf jeden Fall witziger, wenn mehr Leute dabei sind. Als wenn jetzt nur eine Person oder zwei Personen dabei sind. So, wir machen das ganz entspannt hier. So, wir brauchen erstmal was zu essen. Herr hat jetzt nichts zu essen getroppt. Blöd. Aber du, komm her. Hey, der hat auch nichts zu essen getroppt. Fische gibt es hier auch. Vielleicht kriegen wir dann Fisch oder so. An das Kampfsystem muss ich mich definitiv noch gewöhnen. Komm her! Ach. Da ist noch so ein Dicker.
zeitgemäß das ist. So, wartet mal kurz. So, da bin ich wieder. Draußen war gerade irgend so ein Bekloppter, der auf seine Freundin losging und wir standen jetzt kurz im Fenster, haben das beobachtet, überlegt, ob das jetzt auseinandergeht oder wie oder was. Ja, es ist schon fast Abend. Ich gucke jetzt ein bisschen Stein. Oh, wie schön das aussieht. Ja, ein bisschen Stein. Damit wir den Ofen machen, damit wir was essen können. Und für die Nacht, ich habe halt keine Ahnung, hier sind halt auch zig Monster und so jetzt durch die Mods halt. Und ich habe halt keine Ahnung, wie heftig die sind. Es wäre ganz gut, wenn wir Schafe finden oder so. Hallo? Ihr könnt übrigens gerne, wenn ihr wollt, eure Ideen und sowas ja, in die Kommentare schreiben, mitteilen, wie ihr gerade Bock habt, was vielleicht gebaut werden soll. Also ich hatte überlegt, in dem Projekt eventuell ein Restaurant zu bauen, weil es gibt so ganz coole, ja, so Essenssachen. Guck mal, das ist mega cool. Es gibt so Onion Rings und ja, so Hot Dogs und so. Und ich dachte mir, das ist für Roleplay, ist das vielleicht ganz witzig. Das war jetzt zumindest so eine Idee von mir. So. Ah, wie schön kuschelig. Die Bäume hier, die sind halt auch mega cool, ne? Also ich weiß, die sind friedlich, wenn man die aber angreift, mit einer Axt zum Beispiel, dann treten die ein. Das ist ganz cool, da fliegt man voll weit weg. Und hier gibt es extra so Pflanzen, wo so neue Seeds angepflanzt werden. Können wir mal hier so. Jetzt haben wir zumindest mal zwei, warte mal. Drüben. Ein bisschen was Gesundes anpflanzen. Zack. Bisher sieht es ganz friedlich aus. Zombie. Ich kann jetzt aber auch keine Schafe entdecken. Okay. Oh. Oh, die Animation von dem Schwert ist cool. Ist es, wenn man crittet oder wann kommt das? Ich habe keine Ahnung. Das ist so lange her und das Kampfsystem ist so für mich komplett neu einfach. Erstmal lecker einen Fisch essen. Das war das Kabeljau. Ah ja. So. Ging das nicht so? Holzkohle? Hat man die nicht so gemacht? Hm. Oder hat man dafür komplette Bäume gebraucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte gern eine Fackel machen. Damit wir wenigstens in der Nacht ein bisschen die Mine, vielleicht finden wir ja schon Eisen oder so irgendwas. Ich würde halt sagen, wir bleiben hier so an der Stelle, weil das ist ganz cool mit dem Wasser hier, mit den Bäumen. Hä? Ah, hier. So, wie war denn das? Ah ja, genau. Okay. Oder machen wir uns auch gleich mal ups, ein Steinschwert. So.
Also mit dem verrotteten Fleisch, da weiß ich, da kann man wohl, das kann man in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank machen oder so. Und dann bekommt man, glaube ich, normales Fleisch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Moment. Also irgendwie war das. Wenn man verrottetes Fleisch in den Gefrierfacher, in das Gefrierfach hat und dann hat man, ja, dann hat man Dinge rausbekommen. Normales Fleisch. So, jetzt haben wir 16 Fackeln. Machen wir es hier mal schön gemütlich für uns. Das sieht so hübsch aus. Guck mal. Oh, wie hübsch. So, dann kramen wir uns mal ein bisschen runter. Mal gucken, was wir so finden. Ich habe mir auch sagen lassen, dass irgendwie die Zombies und Creeper und so wohl ein bisschen heftiger geworden sind irgendwie. Also die sollen wohl mittlerweile ganz schön reinhauen. Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt die Idee mit dem Minecraft. Ihr habt da ja Spaß dran. Also ich habe ein paar Kommentare bekommen, wo gefragt wurde. Ach, ich glaube, guck mal, ich glaube, das ist cooler, oder? Ja. Ich habe halt irgendein Texture Pack genommen, was ich fand, dass es gut aussah. Und ja, daher habe ich keine Ahnung, wie die Blöcke halt aussehen. Aber wir werden es herausfinden. Ja, ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie ich an dem Projekt. Ja, es gab ein paar Kommentare, wo halt gefragt wurde, wann ich denn mal wieder Minecraft mache und wann eben nicht und ob nicht wieder mal ein Video kommt. Und ja, es ist halt schwierig mit Kind und dann sind wir umgezogen. Es ist halt furchtbar schwer, das alles unter einen Hut zu bringen, weil irgendwann ist man dann halt auch müde abends. Und, ui, Gewitter. Und in der Zeit, wo ich dann normalerweise aufnehmen würde, so wie jetzt, also wir haben jetzt, ich weiß dann, wir haben 8:30 Uhr. Und meistens bin ich da fast schon schlafen gegangen, einfach weil ich so müde war vom Tag und. Ja, das ist halt das Problem, immer das unter einen Hut zu bringen. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren hinzubekommen. Wie gesagt, ich hatte da halt auch mega Lust drauf, mal wieder aufzunehmen, mal wieder was zu machen. Und von daher passt es, denke ich mal, ganz gut. Soll halt alles so ein bisschen. Ja, gechillt hier sein. Boah, bin ich gerade erschrocken. Es soll halt nichts Gezwungenes sein. Ich hoffe natürlich, ist es das Eisen? Ja, wir haben Eisen gefunden. Yippie. Ja, ich hoffe natürlich, dass sich vielleicht ein paar Leute finden, die Lust haben mitzumachen, die das Ganze halt auch ernst nehmen. Also ich möchte hier keine. Ich sage jetzt mal kleinen Kitties, die nur creepen wollen oder nur Ärger machen wollen oder so. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber ja, Leute so ab 16, ja, die halt Lust haben, von mir aus gerne aufzunehmen. Die halt Lust haben, mit einer Stadt aufzubauen und mit hier zu spielen und so. Ja, die dürfen gerne sich melden. Und gerne mitmachen. Da freuen wir uns aber drüber.
irgendwo fehlen halt auch die ganzen, ja, die ganzen Leute. Also ich hatte zum Beispiel Barker, wer den vielleicht noch kennt, hatte ich zum Beispiel auch angeschrieben. Der macht jetzt auch wieder ein Single-Minecraft-Projekt und ja, es ist halt schwierig, die ganzen Leute unter einen Hut zu kriegen, wenn halt YouTube nur so nebenbei läuft. Oder halt ziemlich unregelmäßig oder so. Dann ist es halt immer furchtbar schwer. Und wie gesagt, die ganzen Kontakte dadurch, dass ich jetzt monatelang das war sogar länger. Ich weiß gar nicht, wann mein letztes Video war. Ich habe zwischenzeitlich ein paar Mal gestreamt gehabt. Mein Live in Portia hatte ich, glaube ich, gestreamt. Und ja, da muss man halt mal gucken jetzt, wie sich das Ganze so entwickelt, wie ihr das findet. Alter, deine Mausempfindlichkeit, ich glaube, ich muss die mal runterstellen. Steuerung. Ja, viel besser. Ich bin zu alt für dieses schnell, schnell, schnell. Eisen. Hey, da ist richtig Gewitter heute. So, Kohle. 8 Eisen. So, und dann würde ich sagen, war es das auch schon für die erste Folge. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert mich gerne, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.